143 Staaten stimmten für die Resolution, nur 5 dagegen. Und 35 Länder enthielten sich. Ein historisches Ergebnis. Russlands Annexionen in der Ukraine wurden für illegal erklärt und Moskau wurde aufgefordert, die Einverleibung rückgängig zu machen. Die Zustimmung fiel höher aus als von vielen erwartet. Westliche Diplomaten dachten vorab, dass die Anzahl der Staaten, die die Ukraine unterstützen, inzwischen kleiner geworden sein könnte. Der ukrainische UN-Botschafter dankte den Befürwortern der Resolution. Moskau sprach dagegen von einer gefährlichen Polarisierung. Es wird alles getan, um die Ukraine zu unterstützen, nicht zum Wohl des Landes, sondern nur um Russland zu schaden. Auch China warnte vor einer Blockbildung und einem neuen Kalten Krieg. Das Land verlangte Friedensverhandlungen. Der in New York gefällte Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, er zeigt aber, wie isoliert Moskau mittlerweile ist.